Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach die orangene und lila Jogger bekommen könnt. Dafür braucht ihr nur die Hilfe von eurem Freund. Wenn ihr einen Freund habt, dann ja, können wir auch schon direkt losstarten. So, ich gehe dann einfach auf Options, auf Online und dann geht ihr auf Jobs, auf Versus und startet einmal den Job Lasterhaft. So, seid ihr dann im Jobmenü angekommen, geht ihr einmal auf Kleidung und wählt dann dort einmal Themen aus. Und dann könnt ihr einmal euren Freund einladen. Ist dann euer Freund drin, könnt ihr einmal den Job starten. So, dann geht ihr einmal unten auf Outfit Stil und sucht euch dann einmal die Insekten raus. Das brauchen wir einmal. Der Host, der bekommt den lilanen Jogger und der Freund bekommt die orangenen Jogger. Das heißt, wenn ihr dann auch die orangenen Jogger haben wollt, dann lasst euch den Job dann einmal von eurem Freund dann einmal hosten. Den Job dann einmal starten. So, wenn der Job gestartet ist, brauchen wir nichts anderes zu machen, außer Interaktionsmenü einmal zu öffnen. Dann gehen wir auf Stil und dann gehen wir einmal auf Helmvisier und dort spammen wir dann mit Steuerkreuz nach rechts ungefähr 30 Sekunden. Spammen wir einmal durch. So haben wir das dann gemacht, dann legen wir den Controller weg und warten, bis wir aus dem Job rausgeschmissen werden. Wurden wir aus dem Job dann rausgeschmissen, diese Meldung einfach mit X bestätigen. Sind wir dann in der Open Lobby angekommen, seht ihr, dass wir die Jogger übertragen haben. Ja, jetzt können wir ganz entspannt zum irgendeinen Bekleidungsladen fahren, um das Outfit dann abzuspeichern. Ihr könnt das Outfit dann auch beliebig dann umändern. Seht, ich habe gerade hier das T-Shirt rausgemacht, Maske könnt ihr alles ändern und ihr könnt euch das Outfit beliebig gestalten, wie ihr wollt. Und das war es auf jeden Fall schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.